Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur Folge 25. Rhine of Giants. Macht unglaublich Spaß. Ups, komm hier nicht zu nah, du Biest. Macht unglaublich Spaß. Ist nur doof, wenn man... Habe ich das fallen lassen? Nee. Ist nur doof, wenn man nicht überlebt. Ich habe keine Axt mehr, oder was? Doch, hier ist noch eine Axt. Jo. Gleich wird es ja eh wieder Tag, so. Jetzt müssen wir aber hardcore-mäßig hier Essen suchen. Der ist schon ganz schwindelig, der Gutesten. Da springen wir einfach mal hier in das Wurmloch rein. In der Hoffnung, auf der anderen Seite was zu essen zu finden. Oder wir finden hier ein total abgefahrenes Biom. Jawohl. Jawohl. Das sah jetzt aber nicht so schick aus, da. So, jetzt sind wir wieder hier. Oh, wir verhungern gleich, ey. Was ist das hier? Verdächtiger Dreckhaufen? Es führt zu meinem neuen Freund. Was denn für ein Freund? Ein Schwein oder was? Oh, ich verhungere gleich. Ich brauche unbedingt was zu essen. Hilfe, ich verhungere. Ich verhungere. Es ist so unglaublich schwer hier zu überleben. Man muss auch mal andere Sachen machen als Essen suchen. Und dann wird das Essen auch noch schlecht. Ja, das ist auch noch sehr erschwerend, der Zustand. Auf die Karte, ob die uns weiterhilft. Da waren wir noch nicht. Kriegst gleich was. Wir werden schon was finden. Eine Mohrrübe wenigstens. Aber hier in so einem Dunkelwald gibt es wahrscheinlich noch nicht... Jetzt greifen mich hier schon die Krähen an, oder was? Oh, komm, eine Mohrrübe, bitte. Bitte, eine Mohrrübe. Oh, jetzt sind schon die Geister hinter mir her, ja? Wenigstens eine Mohrrübe. Lass mich. Lass mich in Ruhe, du doofer Geist, Mann. Oh Gott, jetzt bin ich gestorben. Level 5, 8 Tage. Was passiert jetzt? Mal gespannt, ob mein Lager jetzt noch existiert. Wahrscheinlich nicht, wa? Ah, und es geht wieder von vorne los, Leute. So, wie ist diesmal die Strategie? Diesmal ist die Strategie... Essen. Essen sammeln, Essen sammeln und natürlich auch sowas. Nee, aber Essen. Vorrangig Essen. Wir gehen jetzt mal für die erste Nacht. Und natürlich auch, um uns eine Axt zu bauen und ein bisschen Holz für unser erstes Feuer zu erschaffen. Werden wir jetzt mal... Genau. Aber wir werden jetzt mal den Schwerpunkt wirklich auf Nahrung legen. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass die Nahrung dann in dem Gebiet abgesammelt ist. Dass Mohrrüben extrem selten nachwachsen. Und Bären brauchen halt eine Zeit, bis sie nachwachsen. Und deshalb ist es wahrscheinlich am besten wirklich, wenn man sich ein Feld anlegt. Wenn man da ganz systematisch vorgeht und nicht so durcheinander sammelt. Könnte man eigentlich gleich mal gucken, was man braucht für die Wissenschaftsmaschine. Da braucht man Gold, siehst du? Kann ich mir denn schon eine Spitzhacke machen? Nee. Felsen. Ach, da brauche ich mehr Feuerstein noch, okay. Wir werden jetzt aber mal gucken, dass wir Nahrung sammeln hauptsächlich. Diesen... Was ist das hier? Ist das von dem Typen? Ein Loch? Oh, was war das? Dieser komische Maulwurf da. Mit dem möchte ich mich aber jetzt nicht unbedingt anlegen. Wir suchen weiter nach Nahrung.
Das sind sozusagen die Maulwurfshügel, ja. Eine Maulwurfswelt. Wir bleiben mal hier. Ah, okay. Das war's schon wieder mit unserer schicken Insel. Gut, dann nehmen wir nochmal Holz mit. Ich glaube, für eine Nacht brauchen wir bestimmt, oder auch um das Feuer zu bauen, brauchen wir 10 Holz so insgesamt vielleicht, so zur Sicherheit oder so. Ja, es ist schon deprimierend, wenn man nicht so lange überlebt. Allerdings, wenn man jetzt ewig lange gespielt hat und dann nach 42 Tagen stirbt, das ist natürlich richtig schmerzhaft. Das wollen wir ja auch nicht. Oh, warte mal. Jetzt können wir, glaube ich, schon... Nein, immer noch nicht. Feuerstein brauche ich. Jetzt. Genau. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir bloß noch einen Felsen. Aber nein, wir brauchen keinen Felsen, sondern Nahrung. Lass uns mal Nahrung jetzt weiter suchen. Wir haben ja gar nichts hier. Ah, guck mal hier. Können wir denn schon eine Falle bauen? Ach ja, das ist ja schön. Das ist ja schön. So. Was brauche ich da nochmal für eine Falle? 5 davon. Ach so, Stroh brauche ich dafür. Und Gras. Total viel Gras brauche ich dafür. Was liegt denn hier noch? Ein grüner Pilz. Will ich nicht haben. Auch wenn er vielleicht total gut ist. So, es reicht noch gar nicht für eine Falle. Guck mal, der hier. Es ist auch ein böser Baum. Wollen wir das mal probieren? Bis jetzt ist er noch nicht böse. Aber da ist so eine böse Eichel. Oh, die kann man aber essen. Das ist natürlich sehr geil. Nein, lass mich. Mann. Ich hab Hunger. Komm, aber da haben wir doch erfahrungsgemäß, die können wir doch sogar erschlagen. Die sind schon wieder abgehauen. Ist da schon einer in der Falle? Nö. Vielleicht sollte man dann hier so... Naja. Wir gucken uns mal weiter um. Ein bisschen Zeit haben wir noch, wobei es die Dämmerung beginnt. Die Dämmerung beginnt. Vielleicht gehen wir mal hier hoch. Wobei es sieht auch nicht so freundlich aus. Da sehe ich schon die bösen Blumen. Nee, nicht die bösen Blumen. Jetzt können wir mal schnell... Ah, jetzt brauchen wir ein Feuer. Jetzt brauchen wir ein Feuer. So. Dann können wir mal was essen. Guck mal, die kann man sogar kochen. Und mal gucken. Oh ja, die hat schön Energie. Ein bisschen mehr, glaube ich, noch als die Samen und die Beeren. Ach Mist, jetzt hat er die gleich gegessen. Hat sie gleich gegessen. Wenn ich eher sage, meine ich immer den Avatar. Ja. So, ja. Hier, die Tannenzapfen, die können hier rein. Ins Feuer. So ein bisschen Brennkraft haben die ja auch. Kann man hier noch so einen Stock abholzen. So. An den Setzlingen. Ah, guck mal, Bären. Schöne Bären, ja. Ein paar Minuten, ein paar Sekunden haben wir noch. Ja, komischerweise bei diesen Trutern kriege ich nie einen Schreck. Bei den Vögeln schon eher, wenn die mal so um die Ecke geflogen kommen. Aber bei dem Trutern gar nicht. Sehr eigenartig, obwohl sie es wirklich so gemacht haben, dass man eigentlich einen Schreck bekommen müsste. Na, hole ich mir lieber hier noch so einen Baum. Die sehen auch sehr schön aus. Ich hoffe, die sind doch schön. Ah, okay. So, jedenfalls haben wir diesmal wenigstens schön zu essen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Und das mache ich von Anfang an. Wir haben jetzt 24 Folgen. Und jedes Mal vor lauter Bauerei und so weiter vernachlässige ich jedes Mal das mit der Esserei. Ich glaube, man konnte es auch sogar drehen. War das nicht so? Ja, guck mal. Ist ja cool. So, dann müssen wir zurück zum Feuer. Das hilft ja alles nichts. Bisschen nachlegen. Ja, und jetzt warten. Jetzt haben wir einen Neumond. Also wir haben jetzt gar keinen Mond.
Naja, dann essen wir was. So, jetzt ist ja nur wieder die Überlegung, ob man das Essen aufhebt. Wir sind ja jetzt voll mit Nahrung. Dann würde ich es, glaube ich, lieber aufheben. Kann ich noch irgendwas Schönes bauen? Nee, ohne Wissen. Oh, einen Hut könnte ich jetzt bauen. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, eben gerülpst. Das tut mir total leid. Das ist mir richtig peinlich. Den Hut kann ich auch noch nicht bauen. Wollen wir mal hoffen, dass die Nacht nicht so lange dauert. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich schon? Oh, guck mal, hier oben sind Bären. Bären, Bären, Bären. Wenn wir hier hochgehen, da finden wir Nahrung. Hier war ja der böse Wald. Hier sind aber auch noch Bären. Oh, hier sind auch Bären. Wir können auch hier runtergehen. Da ist unsere Hasenfalle, okay. So. Ist ja gleich vorbei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, na fast. So, wir brauchen Beeren, 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 Beeren. Hier. Sehr schön. Am liebsten würde ich auch noch so einen Baum fällen da, aber naja, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, wie das immer ist mit diesen Bäumen hier. Nicht, dass ich noch Ärger kriege. Guck mal, oh, hier können wir uns ja einen richtigen Nahrungsmittelvorrat anlegen. Das ist sehr schön. Wir haben ja auch noch nicht mal ein Steinfeuer bis jetzt. Eine Spitzhacke habe ich. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen Stein abbauen. Aber wir müssen wirklich, bevor immer Nahrung, hier zum Beispiel. Wenn ich sowas sehe, kann ich nicht vorbeigehen. Das muss ich ändern. Wir dürfen jetzt nicht mehr an Nahrung vorbeigehen. Oberste Priorität. Weil wir brauchen ja, selbst wenn wir jetzt verletzt werden, wir brauchen so viel Nahrung, um unser Herz dann wieder aufzuladen. Ist unglaublich. Ja, Holz natürlich auch total super wichtig, sonst können wir, überleben wir die nächste Nacht wieder nicht. Ja, nimm mal gleich mit hier. So, hier der Wald ist ungefährlich, solange ich keinen Baum fälle. Ah, guck mal, siehst du? Ich bin eben schon wieder an einem Samen vorbeigegangen. Das ist ein ganz großer Fehler. Dum, 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 dum. Der war hier unten, den will ich haben. Hier. Give me the Samen. Thank you. Jetzt hier rüber. Ja, juhu. Ah, da liegen noch mehr Samen. Samen, Samen, Samen. Und da ist noch unser Holz. Ja, ha. Wir könnten, ups, wir könnten sogar Asche herstellen, indem wir den ganzen Wald hier abfackeln. Nein, nicht, nee, nee, ich will, nein. Gibt es denn sowas? Ach, können wir gleich mal gucken, ob unsere Falle wieder voll. Ah, guck mal, da ist echt ein Hase drin. Wie geil, wie geil. Dann haben wir jetzt ein bisschen was zu essen. Hier kannst du gleich wieder auslegen. So, sehr schön. Haha, na gut, dann bauen wir noch eine Falle, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, baut man noch eine Falle. Hier hin. Genau. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir hier schon großartig waren, hier in der Gegend. Wie sieht es denn eigentlich mit Holz aus? Wir haben 10 Holz. Naja, komm, dann einen Baum können wir noch fällen. So ein bisschen Nahrung haben wir jetzt, ja. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass wir noch keine Möhren gefunden haben. So, die komischen Tannenzapfen werde ich alle ins Feuer schmeißen. Kannst du einen drauf lassen. Oh, guck mal, ein Friedhof. Und Stein. Dann können wir schon mal ein großes Feuer bauen. Salpeter. Ja gut, an dem Grab kann ich, glaube ich, jetzt nichts machen, wa? Nee. Da,
doch, warte mal, untersuchen können wir das Grab. Ah, okay. Hier liegt irgendein Typ, bla bla bla. So ein Respekt hat sie also vor den Toten. So, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ein Schweinehaus. Den können wir aber nicht zum Freund machen, es sei denn, ich glaube, da brauchen wir Fleisch, weil die müssen wir mit Fleisch füttern. Töten können wir den auch nicht, das wäre, glaube ich, ein... Oh, ein Spit. Nein, schnell weg. Oh Gott, was ist denn das hier für ein Finsterwald, Alter. Hier könnten wir aber Holz abbauen, wie verrückt. Boah, was ist denn das für ein Wald? Habt ihr so einen Wald schon mal gesehen hier bei... Oh, alter Schwede. Ich bin nicht wahrscheinlich wieder völlig falsch hier. Am böser Wald auch noch. Böse Blumen. Böser Baum. Untersuche völlig normaler Baum. Ich glaube, den werde ich nicht untersuchen. Das ist noch ein Schweinehaus. Ich hätte gerne einen Schweinefreund, aber... Es ist schon wieder dunkel. Oh, ich habe da eben eine Spinne gehört. Ah, nee, 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 eine Spinne. Lass mich bloß in Ruhe. Lass mich bloß in... Oh Gott, so viele Spinnen hier. Nein, das ist hier, das ist ein Spinnenwald. Oder war ich eben im Spinnennetz kurzzeitig gefangen? Aber die kommen ja, glaube ich, nicht ewig hinterher. Jetzt hört das schon auf. Oh. Alter, die Spinnen sind hinter mir. Was gibt's denn sowas? Was ist denn das? Eine Alraune? Ja, ich will dich haben. Oh nein! Ich will dich essen. Na klasse. Ich will die essen. Oh Gott, ich habe einen neuen Freund. Ich habe einen neuen Freund, eine Alraune. Guck mal, ist sie süß? Ich hoffe, die beruhigt sich mal. Die hat ja jetzt gerade so ein bisschen... Die freut sich ja jetzt, dass sie mich getroffen hat. Das ist klar, verstehe ich. Vielleicht beschützt sie mich auch vor irgendwas. Komm mit, Alraune. Wir lassen es uns gut gehen. Es ist schon nachts, aber es ist gar nicht dunkel. Sehr eigenartig. Ja, mach mal schnell. Warum kann ich denn kein Feuer machen? Warum kann ich denn kein Feuer machen? Und keine Fackel? Oh Mist, jetzt regnet es auch noch und ich hab... Oh, warum kann ich denn kein Feuer... Ich habe kein Stroh. Ich habe da die ganze Zeit Stroh abgepflückt wie ein kaputter. Hier ist nochmal Stroh. Nicht entzünden, oder? Ach, guck mal, das ist natürlich auch eine Variante. Hm. Kann man hier einfach alle möglichen Sachen entzünden? Da sehen wir wenigstens was. Natürlich auch nicht schlecht. Ja, die Alraune ist sehr niedlich. Eine sehr süße Alraune. Ah, Gott sei Dank. Jetzt haben wir ein Feuerchen. So, wie verliert man denn die Alraune wieder? Wie wird man die denn wieder los? Wird man die überhaupt los? Frage ich mich. Aber schon putzig. So geröstete Beeren essen wir jetzt. Ach was? Das war aber diesmal eine kurze Nacht. Wir müssen trotzdem essen weiter. Oder? Ach, die sind schon geröstet. Ah, okay, dann isst sie mal noch. Oh, guck mal, wie viel Samen wir haben. Den Hasen können wir auch noch essen, der nutzt sich langsam ab. Ach, guck mal, hier ist so eine Anzeige, die gab es, glaube ich, vorher nicht, dass man da gesehen hat, ob es schlecht wird, oder? Na komm, wir kochen noch einen.
Mit Essen den. Wir können auch mal diesen Hasen kochen. Wir müssen ihn ja nicht gleich essen. Dann hält er sich vielleicht. Ach nee, guck mal. Nein, dann lass uns die mal alle kochen, was soll's. Haben wir auf die schnelle Nahrung, wenn es drauf ankommt. So, sehr schön. Ich habe ja immer noch das Feuerzeug in der Hand. Sis. Eine Axt habe ich nicht mehr. Doch, hier. Juhu. Dann nehmen wir noch einen Baum mit. Wir können natürlich jetzt auch nochmal die Fallen untersuchen. Die dürften ja auch nicht so weit weg sein, siehst du? Die sind nämlich hier gleich. Wir werden hier nicht dran vorbeilaufen. Oh, das Feuer brennt immer noch. Ist ja sehr cool. Ah, die Alraune. Haha. Nee, ich werde dich mal nicht ausgraben. Dass keiner in meine Falle gegangen ist, ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine Frechheit. Keiner ist in meine Falle gegangen. Oh, der böse Baum. Ist es noch von vorhin einer? Ist der immer noch sauer? Oh, was denn? Nur der wehrt sich ja gar nicht. Ach, cool. Jetzt habe ich nämlich schön Nahrung. Was, der letzte? Der letzte? Nee, ich will nicht den... Ich will hier die Nuss haben. Gib mir mal die Nuss. Die Nuss. Warte mal, ich drehe mal das ganze Ding. Hier ist sie. Haha. Cool. Wir haben einen Baum getötet. Oh, nicht, dass ich jetzt die Orientierung hier völlig verliere. Ah, und einen Hasen haben wir noch. Oh, zwei Hasen in der Falle. Na, ist das nicht der Hammer? Oh. Gut, wir tauschen den gegen Samen. Ja, wir könnten natürlich auch gleich einen Hasen essen. Hier war doch unser Feuer. Wo ist denn das? Hier oben ist schon zu Asche geworden. Okay. Ah, dann müssen wir mal schnell ein Feuerchen machen. Damit wir den Hasen essen können. So. So. Das noch einsammeln und warte mal, wo ist denn die Falle jetzt hier? Die muss wieder hingestellt werden. Ah, okay. Und den Hasen wieder braten. Also kochen, sagt man ja auch. Und essen. So, jetzt haben wir wieder schön, sind wir wieder schön vollgepackt. Sehr schön. Kann ich denn eigentlich schon ein Steinfeuer bauen? Das ist nämlich der Vorteil, fällt mir gerade auf. Jetzt brauche ich ja jedes Mal das ganze Gestrüpp alles. Wenn ich hier so ein Feuer baue. Ach, der wächst scheinbar nach, dieser Baum. Komm, wir fällen das Ding auch mal. Eigentlich ist ja jetzt kein Baum mehr da, der wütend werden kann, oder? Der hat die Schämme beschützt. Doch, hier sind jetzt wieder welche. Da ist einer, der ist total sauer. Ah, guck mal. Ich habe so eine Angst vor dem gehabt. Da kriegen wir gut... Ah, nein, nein, nein. Da kriegen wir gut Nahrung. Nein, nein, du sollst hier die Nuss machen. Nehmen. So, jetzt zurück zum Feuer. Ah, okay, man muss halt Nahrung, 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 Nahrung. Das ist oberste Priorität, solange man hier nicht irgendwelche Felder hat oder so. Gut, meine lieben Freunde, die Folge ist vorbei. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall wieder Don't Starve machen. Macht einfach irre Spaß. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen.